Hallo, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder Paydirt bekommen. Der Gunnar hat mir zwei Päckchen von seinen Mattbricks geschickt. Ja, und wir werden davon heute in diesem Video mal das erste auswaschen, um da mal reinzuschauen. Wir machen das mal auf. Ja, zur Erklärung, diese Mattbricks vom Gunnar, die enthalten keine spezielle Menge Gold, die dort beigefügt ist, sondern der Gunnar mischt das Material fertig und dann wird es mit dem zugesetzten Gold abgepackt. Das heißt, man kann nie genau sagen, wie viel in jedem dieser Mattbricks an Gold enthalten ist. So sieht das Ganze aus. Wasser drauf und los geht's. Ja, erstmal recht herzlichen Dank an Gunnar für das Zusenden. Und ich werde das wieder wie üblich machen. Ich werde das Ganze auswaschen. Und am Ende des Videos werde ich das Ganze dann wieder trocknen, das Gold hinzufügen. Und einer von euch kann das dann hier von mir direkt haben. Ihr müsst dazu wieder lediglich einen Kommentar hier unten unter dem Video hinterlassen, mit oder in dem Kommentar sollte drin stehen Gunnars Paydirt. Ja, ich löse das Ganze jetzt auf und dann gucken wir mal, was hier alles drin steckt. Das ist eine richtig lehmige Pampe. Oh, da sehe ich schon ein größeres Steinchen drin. Oh, was ist das denn? Das ist nicht nur ein Steinchen. Das ist ja richtig cool. Und zwar ist das eine Feuerstein-Pfeilspitze. Nochmal in der Nahaufnahme. Die ist ja richtig cool. Ich glaube, die behalte ich für mich und der Gewinner bekommt nur das Gold. Cool, sowas hatte ich auch noch nicht. Sehr schön. So, wir lösen das Ganze noch ein bisschen weiter auf. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist oder wie viel hier drin ist, ob hier Steine drin sind. Das werden wir alles gleich sehen. Wir müssen das Ganze auf jeden Fall ein bisschen spülen, damit wir dann erstmal hier ein bisschen reinschauen können. Ich werde es erstmal nicht absieben, weil ich will einfach mal so in die Pfanne schauen, was da alles so drin ist. Deswegen werde ich den Lehm schön vorlösen und dann mal ein bisschen die trübe Brühe abkippen. Und dann können wir das Ganze schon mal ein bisschen so anwaschen und dann sehen wir wahrscheinlich schon, was hier noch alles drin ist, weil ich merke so ein bisschen, es sind Steinchen oder irgendwas drin. Ja, das Ganze ist jetzt gut aufgelöst. Ich werde jetzt mal hier das ein bisschen beschleunigen und werde mal diese trübe Brühe beseitigen und dann gucken wir mal zusammen rein, wie das aussieht. Ja, ihr müsst übrigens keine Angst haben, dass wir hier schon was verlieren beim Auswaschen. Ich habe das super feine Sieb vom Karsten verwendet und habe da praktisch alles durchgekippt. Ihr seht, da ist auch ein bisschen was dran hängen geblieben. Das werden wir nachher nochmal auf Gold untersuchen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Oh, da sind viele Sachen drin zu sehen. Das muss ich wohl mal ein bisschen sortieren. Dafür waschen wir das Ganze aber erstmal so ein bisschen runter. Das sieht aus, als wären kleine Trommelsteine noch drin. Und ich glaube, Pyrit habe ich auch gesehen.
Wow, Wahnsinn. Sehr schön, Kristalle sind drin. Das ist ja genau meins. Und da sehe ich viel Pyrit. Gold sehe ich noch nicht, das liegt wahrscheinlich unten drunter. Ich nehme mal die schönen bunten Steinchen raus und dann schauen wir uns die mal an. Ja, hier sind die Steinchen. Schöne, bunte, alles Mögliche. Hier sind Kristalle dabei. Hier ist sogar ein Achat. Das sehe ich hier an der Bänderung. Der ist richtig hübsch. Mal gucken, ob wir den ein bisschen genauer noch reinkriegen. Ja, ihr seht die schöne Bänderung an dem Achat. Dann sind hier so ein paar grüne Steinchen. Und noch so ein paar andere schöne Kristalle. Sehr schön. Ja, als nächstes werde ich erstmal mit dem Magneten reingehen. Ich habe gesehen, da ist ziemlich viel Black Sand und Magnetit wahrscheinlich drin. Ich habe mir hier mal einen Magneten nochmal gebaut, einen kleineren extra für solche Sachen. Ganz einfach, da habe ich hier so ein Tablettenröhrchen von Brausetabletten genommen. Dann habe ich mir einen kleinen Magneten gesucht, der da genau reinpasst. Und an dem Magneten habe ich einfach so ein Plastestück dran geklebt. Da kann ich im Prinzip den Magneten zurückziehen und damit kann ich das magnetische Material hier separieren. Das machen wir gleich mal und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Wir gehen hier einfach mal so durch und schwuppdiwupp, da hängt das ganze Zeug schon dran. Das nehmen wir jetzt erstmal alles raus und dann können wir mal anfangen, das Ganze auszuwaschen. Alles, was am Magneten hängen bleibt, werde ich jetzt in dieses Becherchen geben. Ich kann euch das mal zeigen. Ich ziehe jetzt mal hier den Plastegriff ein bisschen zurück und dann werdet ihr sehen, fällt hier unten alles ab, was hier war, dran geklebt hat. Das Ganze ist wieder sauber. Jetzt können wir den Vorgang wiederholen, bis wir hier praktisch in der Pfanne nichts mehr haben, was am Magneten kleben bleibt. Aber auch das müssen wir nachher mal auswaschen, weil manchmal ist es so, dass sich Goldflitterchen, wenn sie klein sind, verklemmen an diesem Black Sand oder zwischen dem Magneten und dem Black Sand. Wir haben das im Yukon öfter gehabt, dass da mitunter nochmal schöne Blättchen auch im Black Sand, mit dem Magnet rausgewilderten Black Sand drin waren. Schauen, ein bisschen ist immer noch, wie ihr seht. Noch ein paar Mal wiederholen und dann sollte das gut sein. Immer noch. So, der größte Teil von allem, was magnetisch ist, sollte jetzt hier sich in unserem Becherchen befinden. Ihr könnt das mal so kurz durchschütteln. Wir waschen diese kleine Pfanne mal aus. Hat da schon ein bisschen Gold für alle, die es noch nicht kennen, rausgefangen haben. Aber ich sehe, müssen das Ganze erstmal hier schön schütteln, damit das Gold die Möglichkeit hat, unter das restliche Material abzusinken. Das geht relativ schnell, weil Gold ist ja wesentlich schwerer als Wasser. Und auch das Gestein, was wir hier noch in der Pfanne haben. Und dann können wir mal beginnen, jetzt das auszuwaschen. Hier ist auf jeden Fall noch viel Pyrit drin. Man könnte das Ganze jetzt auch noch absieben, um die gröberen Steinchen, die da noch drin sind, halt vom Gold zu trennen. Und so könnte man auch das Pyrit noch rausholen. Da ich aber nicht genau weiß, wie groß das Gold hier drin ist, mache ich das jetzt mal so. Und da kommt tatsächlich auch schon ein paar Flakes zum Vorschein. Immer mal wieder zurückschütteln. Und den Vorgang wiederholen. Ich werde dann, wenn ich das Ganze gewaschen habe, natürlich auch nochmal die große Pfanne testen und nachschauen, ob da noch was
verloren gegangen ist. Verloren ist es nicht. Wir haben es ja dann in der großen Pfanne und können damit dann praktisch auch das Gold, was wir beim Auswaschen jetzt eventuell aus der Pfanne rauswaschen, immer noch aus der großen Pfanne dann rausholen. Ja, jetzt habe ich hier mal in meiner Waschpfanne auf die feineren Riffel schon gedreht. Ihr seht, die sind eine ganze Ecke kleiner als die anderen. Und damit macht man praktisch jetzt das Feinwaschen. Ihr könnt schön sehen, wie der Sand über die Riffel drüber gewaschen wird. Und da oben bleibt schon jede Menge Pyrit liegen. Die Steinchen sind so groß, dass sie über unsere Riffel drüber rutschen. So soll das sein. Jede Menge Pyrit. Ja, jetzt sind wir schon fast fertig. Ich habe natürlich vergessen zu erwähnen, ihr müsst natürlich in das Wasser auch ein bisschen Spüle reinmachen. Das ist ratsam, damit das Gold nicht wegschwimmt. Habe ich ja auch gemacht. Und am besten eignet sich dafür so für Geschirrspüler dieses Spülmittel, weil das nicht schäumt. Den Tipp hatte mir mal hier jemand gegeben. Ja, ich wasche das jetzt mal ein bisschen runter und dann gucken wir mal, was wir hier so in der Pfanne drin haben. Ihr seht die großen Pyrit-Stücken. Die werde ich gleich mal mit dem Finger ein bisschen beiseite nehmen. Und darunter seht ihr schon, oh, das ist aber schönes Gold. Schöne Flakes. Pyrit weg. Wir wollen natürlich das Gold haben. Ja, ich werde mir noch ein bisschen Spüle reinmachen. Ich habe gerade gesehen, dass hier das erste Gold aufgeschwommen ist. Aber so sieht es jetzt erstmal aus. So, jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch ein bisschen runterwaschen, bis das Gold komplett separat in der Pfanne liegt. Und dann können wir das trocknen lassen und dann werden wir das mal wiegen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Menge. Ich zeige euch das mal ein bisschen von nah. Sehr schön. Ja, Freunde, und da ist unser Gold. Ich werde das Ganze jetzt noch mal ein bisschen trocknen und dann legen wir das mal auf die Waage. Das wird mich mal, wie viel das ist. Schöne Krümelchen. Hier noch mal in der Nahaufnahme. Wirklich schönes Gold. So, wie ihr sehen könnt, ist unser Gold jetzt getrocknet. Ich habe auch noch die große Waschpfanne und das Sieb gleich mal gereinigt und die große Waschpfanne ausgewaschen. Habe tatsächlich noch 4 Flitterchen da drin gefunden. Als ihr seht, es ist immer gut noch mal zu kontrollieren und vor allen Dingen ist es immer gut in eine Backup-Pfanne zu waschen. So geht euch nichts verloren. Ihr könnt im Nachhinein immer noch nachschauen, ob euch was durch die Lappen gegangen ist. Jo, wir werden das Ganze mal wiegen. Bin mal gespannt, wie viel das ist. Wir schalten mal unsere Waage ein. Und unser Gold drauf. 0,178 Gramm haben wir hier drin gehabt. Da ist es. Das ist schon eine sehr schöne Menge. Nochmal ganz lieben Dank an dich, Gunnar, für das Übersenden dieser 2 Matt-Bricks.
Ich werde den zweiten auf jeden Fall hier nochmal in einem separaten Video auswaschen. So haben wir mal eine schöne Vergleichsmöglichkeit, ob die alle gleich sind oder ob die doch ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, und an euch nochmal, lasst mir hier einen Kommentar da mit Gunnars Paydirt oder Lucky Lotus Paydirt. Und dann geht das wieder an einen von euch raus. Ja, das soll es schon wieder gewesen sein. Ich werde wieder in der Videobeschreibung die Links zu Gunnars Shop und zu seinem YouTube-Kanal für euch hinterlegen. Da könnt ihr mal das Ganze abchecken. Da könnt ihr auch die Matrix bestellen. Das soll es schon gewesen sein. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Schaltet wieder ein beim zweiten Teil hier. Und bleibt schön gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.